Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Es startet schon sehr sympathisch hier. Wir haben gerade spannende Gespräche. Und zwar heute geht es ums Thema Abgasanlage bei unserem wunderschönen 964. Das heißt, wir sind nicht in Göttingen. Aber ich bin hier. Aber du bist da. Das heißt, diesen Mann gibt es auch außerhalb von Göttingen. Haben wir eigentlich schon mal was außerhalb von... Noch nicht. Noch nie, ne? Nein, nein, nein. Oh, okay, auf jeden Fall. Schönen guten Tag. Wir sind heute bei DW Technik. Der Herr ist auch da. Und du bist sowieso da. Ja. Also, wir gehen mal rein, ne? Ja, gerne. Herzlich willkommen. Ich halte die Tür auf. Ist gut. Fühlt euch wie zu Hause. Machen wir. Da ist er schon. Auf einer anderen Bühne. Hier, was sagt ihr allgemein zu dem Fahrzeug? Jean-Pierre, darf ich ehrlich sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ja. Okay, du sitzt. Jean-Pierre, weißt du, mein Horizont, der hört genau hier auf. Das ist genau die Linie unterhalb des Schwellers. Die Farbe sehe ich nicht. Das ist auch so wirklich, schön findest du die Farbe also. Das ist auch wirklich Geschmackssache. Aber soll ich dir sagen, die Idee mit dem Flamingo ist der Hammer. Mein Junior-Chef, weißt du, was der gemacht hat? Hm? Der hat den Flamingo auf unser Produkt. Nein. Geh mal gucken. Guck mal hier. Da ist ein Flamingo-Auspuff, ist das. Ja. Weil das war jetzt so die Liebhaberei. Wir haben das. Aber ich finde, du hast die Kurve gut bekommen, dass die Farbe dir nicht gut gefällt. Ja, alles gut. Ich mache ja auch die Rennwagen. Wenn du siehst, was für Farben die haben, das muss knallen. Die wollen ja gesehen werden, bevor die in die Box kommen, müssen die Jungs bereit stehen. Das ist etwas, also da mit hier. Dem Auto weiß jeder, ey, JP kommt. In acht Runden, genau. Hol den Tanker und ne, Reifendruck und dann ne, Ratsche. Das ist schon, es ist nicht meine Farbe. Ich bin blau, ne, geboren, blaues Bändchen an. Ist das Schalke? Meine Schwester. Was? Schalke? Nein. Okay. Hier, Bändchen, wenn du geboren wirst. Ach so, ja, okay. Ja. Ne, die Jungs blau. Ich hatte auch, mein erster Porsche war so hellblau Metallic. Wie das so ist, das gehört sich so, weiß ich nicht. Völlig Standard, so eine Scheuklappe. Ne? Und ich bin da nicht so offen wie du. Da bin ich einfach anders. Ich glaube, bei mir ist einfach die Vielfalt so groß, dass das irgendwann ausartet. Dasselbe Auto existiert ja auch bei mir in Schwarz, wo er auch sein muss. Ja, okay, siehst du. Das ist, Farbe ist so individuell. Voll. Du weißt, wie viele und die Farbe ist ja sogar, Millionen, wo du hast die Farbe ist ja wirklich sogar noch nicht mal eine genommene Farbe, sondern es ist ja sogar eine gemachte Farbe. Es gibt nur einmal. Das Auto gibt es nur einmal in der Farbe. Die ist viermal geändert wieder und so weiter. Das ist eine Variante. Und dann ist geschützt, das kriegt keiner mit. Das ist alles im Tresor. Also das ist wirklich die Mischung. Ja. Genau. Welche Mischung hat, darf man das darüber sprechen? Nein. Welche Mischung von welchem, es gibt ja so Farbenhersteller. Ne? Es ist eine Basis, aber die dann halt dementsprechend mit verschiedenen. Aber die gibt es hier in Deutschland, kannst du es anmischen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man die beschult hat, ja. Völlig exotisch. Aber die können wir nicht rauskriegen. Mhm. Ja, aber ich sehe hier schon, ist das auch der Krümmer? Ja. Und das fertigt ihr alles hier? Ja. Komplett? Ja. Ganz kurz, was ich aber schon sehe ist, wieso haben wir denn zwei Wastegate-Abgänge? Fahren wir mit zwei Wastegates? Ja, du musst regelungstechnisch mal ein bisschen, ich muss mal regelungstechnisch ein bisschen ausholen. Wenn wir hingehen und nehmen richtig Druck, du bist in Volllast unterwegs, was passiert da? Dann baut sich ja hier vor dem Lader ja Druck auf, ja? Außer Frage. Das Laderad eben antreibt. So, und dann hast du irgendwann zu viel. Dann möchtest die technische abblasen. Seite haben wir schon durchgekaut bis zum Umfallen. Ja, aber, nur wir hätten es auch geregelt bekommen, denke ich mal, hier auf der Seite mit einem großen, mit einem 60er oder 65er Wastegate. Hättest du geregelt bekommen? Wie oft? Wie lange? Immer wieder. Nee, eben nicht. Die Dinger platzen. Weißt du warum? Wenn du jetzt ein XY-Diagramm hast. Mhm. X-Linie ist die Zeit und Y-Achse ist dein Druck. Was passiert bei diesem relativ trägen, massereichen, deswegen träge, massereichen Lager? Der dreht hoch mit einem großen Momentum. Wenn der in Gang ist, schiebt er dir richtig Luft vorne rein, in den Motor rein. Und das ist so ein bisschen Reaktionsverhalten. Das ist ja Gas. Komprimiert muss es werden, damit es oben reingeht, durch die Ladeluftkühler, alles. Aber hier auf der Seite ist auch Gas. Und wenn du dann so ein langes Zäpfchen hast, wirklich hier abgegangen, um beide Kanäle zu bekommen, hast du so ein langes Ding und so eine dicke Feder. Weißt du, was für ein Trägheitsmoment dieser Feder plus eine Gassäule von allem drum an. Also sprichst du von der Reaktionsfreudigkeit der Regelung. Ja, du hast ein Überschwingen. Ich sage jetzt einfach nur, du willst 1,2 Bar fahren, der Bursche pumpt dir 1,5 in den Motor. Mhm. Bis der an der Linie, sag ich mal, wo deine 1,2 Bar sein sollen. Der jedes Mal drückt dir drüber. Und Reaktionsverhalten, bis der dann weich abfriegelt, ist alles viel zu träge. Mhm. Kurze Wege. Und direkt schon zwei weg. Wastegates, vernünftig angeströmt.
Und wie führen wir die... Nach dem Sammler? Genau. Wie führen wir die dann wieder in den Abgasstrang zurück, das links. Zweite? Du hast ja zwei Rohre. Richtig, aber also es heißt... Ja. Auf einen der einen links und einen rechts. Wir teilen das auf den Abgasstrom. Wir haben ja den Lader hier drauf. Nach dem Lader kommt dann die normale Abgasanlage. Wir führen dann, wie bei 964, einseitig normalerweise raus. Und dann war es ja normalerweise mit 964 dann so, genau. Ist ja normalerweise so, kommst du am Lader dran und dann schiebst du alles hier durch und dann drückst du hier so in den Schalldämpfer rein und kommst wieder zurück, hast hier das eine, das rechte. Genau, und auf der anderen Seite das Wastegate. So war es. Das ist Wastegate und so ist es auch jetzt. Aber wir haben jetzt die zweite Seite. Nur mit dem Unterschied, dass der Strom noch hier rein lässt. Anders lässt es sich nicht lösen. Finde ich aber klangtechnisch schöner. Weil es hat mich mal so ein bisschen gestört, dass es so ein Screamer-Pipe-Geräusch entstand. Bei 964ern, die halt auf der Wastegate-Seite dann halt, wenn der Ladedruck, wenn das Auto nicht hochprogrammiert war, haben die ja früh geöffnet. Das heißt, du hattest früh dieses Schnattergeräusch von diesem Wastegate-Abgang dazwischen. Jetzt geht aber der Wastegate-Abgang auf der Seite noch mit durch den Dämpfer durch, ne? Nur rechts. Links nicht. Ach, links nicht. Links nicht. Da sind wir aber auch in einem Bereich, wo du schon mit einem... Da bist du unterwegs. Da tut er da auf dem Dach. Da bist du schon wirklich zügig unterwegs. Ne? Was für ein Rohrdurchmesser fahren wir jetzt hier im Krümmer? Das ist 45? Ich glaube 41. Exakt angepasst an den Auslassbereich. Das heißt, die Buchsen dort eingesetzt, dass wir wirklich einen sauren Übergang haben. Wir wollen aber auch schnelle Reaktion. Das heißt, wenn wir da zu groß werden, haben wir wieder das Problem, dass das Gas nicht komprimiert. Also wir müssen da immer diesen Spagat fahren zwischen Strömungsgeschwindigkeit, darf nicht zu hoch werden, dann ist es ein Widerstand. Oder eben Riesenlöcher, dann habe ich so ein viel Volumen, dann kriegt der Lader das ja gar nicht mehr mit. Mhm. Der soll ja reagieren. Wie berechnet ihr das? Das ist Erfahrung. Ja, ne? Ich komme aus der Strömungstechnik, das ist so viel Erfahrung, weil ich kann dir das Buch geben, das Lehrbuch für einen Ingenieur machst du dies. Ich musste Strömung beim Flugschein auch durchgehen, das war auch ja, schon. Ja, Abrisse. Ja. Ne, wo kommt denn die Auftriebskraft her? Ja, ne? Ja. Und das ist natürlich hier alles in Riesengeschwindigkeit mit Riesentemperaturen. Und wir haben auch noch eine Gewalt, die Explosionswelle ist ja etwas, was da rauskommt. Und dann ist die sackschnell. Wir haben bei 650 Grad weit über 500 Ich müsste nachrechnen, 560, 570 Meter in der Sekunde. Rattenschnell. Das ist eine Gewalt, die muss sie auch noch, schwingungstechnisch auch noch ein bisschen beachten mit hohen Temperaturen. Das Material kann nicht immer alles, ne? Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich jemand vor mir sitzen, der das schon sehr, sehr viel macht. Warum klingen Titan-Abgasanlagen so unterschiedlich? Ist es das Schwingen im Blech? Ja, du holst dir Interferenzen, also Frequenzen, die da nicht reingehören. Du hast einen Motor, bumm, 3,6 Liter hier, so ein 964er. Der hat ein schönes, sattes... 3,8. Ich will es mal eben hier nochmal... Wir wollen nicht alle Feinheiten verraten. 3,8 hast du? Verdammt, hättest du mir das vorher gesagt. Nein, alles gut. Wir haben Volumen. Ja, wir gehen ja da auf so ein Mono, 70 mm. Der Motor klingt doch schon. Wenn du ihm jetzt, sag ich mal, rein theoretisch ein massives Betonrohr gießen würdest, würde der Motor so klingen, wie er klingt. 3,6 Liter, so wie wir ihn alle kennen und lieben. Jetzt gehen wir natürlich hin, der ist schon sehr arg leise. Wir dürfen hier 99 Dezibel. Da machen wir Resorption rein. Der Porsche hat schon gesagt, hey, wir müssen auch für die Schweiz, ne? Wir müssen auch die Zulassung in der Schweiz haben. Wir müssen runter von den 99 Dezibel. Kriegen wir in der Schweiz nicht durch. Also machen wir Resorption, machen wir noch ein bisschen leiser. Das Ding, wenn der gesund ist und warm ist, so 92 Dezibel bringt der so in etwa. Das dürfen wir natürlich ein bisschen ausnutzen. Also macht man so das sogenannte Kaprohr. Es ist nicht das Kaprohr, aber jeder weiß, was so ein Kaprohr ist. Da machst du diese zwei Resorptionen. Mach mal ein Bild rein für die Nicht-Porsche-Leute. Dieses Durchgängige ist dann kein Widerstand, aber es transportiert verlustfrei die Frequenzen, den Sound, das Volumen raus. Jetzt nimmst du Titan. Was wollen die Leute? Die wollen noch ein bisschen leichter. Wir sind bei Edelstahl eh schon leichter als bei Stahl und dann gibt es noch Niob und da gibt es so ein paar Sachen, wo man leicht bauen kann und dann gehen die auch noch hin und nehmen dieses relativ zerbrechliche Titan. Was reißen kann? Ich hab auf dem Bauch gelegen, ich habe die Rennteams gemacht, habe eine Anlage gemacht und hatte Bauchschmerzen. Ich habe im Fahrerlager unten auf dem Boden gelegen. Ich glaube, da denkst du dir, ey, du bist Hersteller und machst dir in die Hose jetzt gerade. Du hast aber schon so viel gebaut, trotzdem, du machst dir in die Hose. Kommen die von vorne bis hinten, rot bis weiß glühend, kommen die in die Boxengasse reingeflogen und du denkst, was war das denn gerade? Der war am Plättern, der war alles wie die Büchse der Pandora explodiert, von innen nach außen, weggebrochen. Ich sage, guck dir das mal an, oder weggesplittert. Wenn es so weich gebogen ist, ist es noch Edelstahl. Wenn es eine gute Legierung ist, ist es auch noch etwas, was mit Molybdän zum Beispiel, das macht es ein bisschen elastisch, schwingungstechnisch. Hast aber dieses Glasbruchverhalten. Bei Titan hast du das.
Das ist ganz tricky, diese Legierung so zu machen, dass das Zeug elastisch, leicht, hohe Temperaturen und schwingungstechnisch, dass das alles ganz, eine Titananlage, höre ich immer raus. Ja, weil genau. Das Material geht, das schwingt. Und das komprimiert dann die Welle diese Gaswelle, die durch das Rohr wandert, wird dann nochmal kurz pulsiert. Das ist das Pulsen, du machst ja, weil du hörst der Zylinder ja. Atmet aus, pom, 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 das ist immer ein Knall, immer ein Hammerschlag. Und dieses, ne, 6000 Umdrehungen mal, pom, 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 pom. Und diese Schläge, das ist ja eine Welle, die wirklich Explosionsknalle will ja raus. Und das ist etwas, das bringt das ganze Material zum Schwingen. Das Stabilste ist immer dieses Rohr. Jetzt musst du auch mal ein Gehäuse machen, dann musst du es oval, musst du es groß machen. Hast mehr Fläche, hast mehr Blech. Die gröbsten Fehler sind das. Das sind die größten Fehler. Guck mal genau hin. Das hier, diese gerade Fläche, das sind die gröbsten Fehler. Aha. Ich habe jetzt eine große Klappe, ne? Aber wir haben hier Stützwand drin. Uns passiert das nicht und der Weg ist relativ klein. Und wir haben schöne Langfaser, im deutschen Faserwerk diese Langfaser hochlegiert. Passiert nichts mit. Wir haben keine Ausfälle, null Fehler. Obwohl wir das schwingungstechnisch eine Katastrophe ist. Ne? Das Glatte. Ja. Deswegen, man sollte immer rund oder oval, Dennis weiß das auch, ich predige den Jungs das immer so zu machen. Und hier habe ich dann einen Hattrick, auf der einen Seite habe ich nochmal das Gehäuse so zusammengefaltet, dass wir eine Schweißnaht haben. Und auf der anderen Seite haben wir es, dass es von unten einfach ein bisschen schicker. Aber wir haben eine Stützwand drin, deswegen schwingt es nicht. Die Schallwellen kommen auch nicht richtig dran. Das ist dann noch ein Punkt. Aber das ist die Katastrophe, ne? Was die Leute bauen. Ich kann dir Bilder zeigen, die sind explodierten. Haben wir auch schon geschafft. Ne? Ja. Aber das bei uns liegt halt meistens daran, weil wir einfach viel zu viel Leistung und viel zu viel Ladedrücke, viel zu viel Abgasvolumen durch zu kleine Abgasanlagen durchzuschustern. Ist vielleicht ein Punkt, ja, aber du musst ja auch gucken, dass du mit den Dezibel irgendwo auf. Nee, das wären Autos außerhalb der Straße. Außerhalb, okay. Ja, dann, wenn du da ein Problem hast, ruf mich an, ich komme gerne mal rein und ich habe gehört, du hast ganz vorzüglich in Dortmund super leckere Sachen zum Burger. So runde Fleisch. Komfort. Ja. Nochmal auf das Thema Krümmer aufzukommen. Jetzt sehe ich, dass hier, ich denke mal, das ist er hier direkt schon. Ne? Weil wir ja in diesen Heizkasten bekommen wir jetzt keine Bögen rein. Das heißt, die sprechen jetzt alle nacheinander so rein, richtig? Das ist der Sammler, da kommen alle drei raus. Genau, das ist schon klar. Hm? Aber die einzelnen Rohrlängen anzugleichen, siehst du das von Vorteil bei einem Boxermotor? Oder sagst du, pass auf, Jean-Pierre? Nein, wir lassen die so, wie sie kommen. Lassen wir die jetzt einfach so in den Sammler reinsprechen, sammeln die, gehen dann auf den T04-Flansch und fertig aus. Wir müssen hier zwei Arten von Motoren betrachten. Grundprinzip ist Turbo. Der kriegt sie gedrückt, sage ich immer. Und der Sauger, der muss es selbst machen. Das ist einfach der Punkt. Der Turbo, ja, es ist einfach so. Der Turbo kriegt sie gedrückt und der Sauger muss es selbst machen. Das heißt, und wenn der einfach nur es selbst machen muss, dann ist es natürlich, das ist effizienter. Gleichförmige Verbrennung, gleichförmiger Widerstand. Die Synchronität macht auch jeden Sound kaputt. Ich habe ja einen Fächerkrümmer entwickelt für den 964. Sauber. Turbo lohnt sich nicht. Der kriegt sie gedrückt, der merkt das kaum. Ich habe diesen 964, das Volumen von 3,6 Liter auf einem 70er Rohr innen, 66er Flow. Das klingt schön voluminös, bassig. Ist ganz typisch, macht sonst kein einziger Porsche. Ne? Wir sind beim 993 sofort in eine, ja, 250er Rolle. Ja, klingt ja völlig anders. Ne? Der 3,2er klingt noch so ähnlich, so halb. Ne? Dem fehlt einfach ein bisschen Volumen und auch die ganzen langen Rohre. Das ist bei dem alles viel kleiner. So, und dann gehst du hin und baust einen Fächerkrümmer. Und ich habe einen gelitterten gebaut, habe den gerechnet, habe den gebaut. Und das Ding hat scheiße geil funktioniert. Sofort. Aber wo war die Musik? Das klang nach rein Sechszylinder. BMW, ich darf es gar nicht laut sagen. Aber wenn der Druck hatte, wenn der richtig auf der Rennstrecke ist, dann hast du wieder gehört. Die Synchronität macht das ja alles gleich. Da ist kein Asynchron. Das ist alles synchronisiert, gleiche Länge. Der kommt genau an dem Punkt, kommt der an, der Pups aus dem Zylinder und der zweite Pups, der dritte Pups. Und dann kommen die, treffen sich immer hier und ziehen die anderen zwei in leichten Unterdruck. Mm-hmm. Das ist ja diese Zylinderfüllung. Wir müssen ja beim Sauger. Feuerzeug, so wenn du... beim Sauger eben, ne? Ja, genau. Du kannst mit dem Feuerzeug kannst du. Der bläst den aus, ne? Weil der Sog so stark ist. Guck mal, Prototyping, das ist Prototyping, was wir hier gerade machen bei dir. Weil da sind ein paar spezielle Maschinen, ein paar spezielle Wünsche. Ein bisschen speziell und leicht, habe ich gehört. Ja. Wir müssen gleich mal an die Waage, ne? Ja, nicht wir, aber wir auch. Die Teile. Ne? Dann machen wir mal uns den Spaß. Das kann die nicht. Ne, 60 Kilo, das schaffen wir nicht, ne? Das wenn wir uns gegenseitig stützen, 60 Kilo ist Ende mit der Waage. Aber die brauchen wir, weil ich bin ja auch so ein Leichtbaufetischist. Ich weiß immer, Leistung ist geil, aber kein Gewicht ist noch geiler. Ist auch so. Noch geiler. Und am geilsten ist Leistung und?
Leistung und Gewicht. Oh. Und kein Gewicht, ja, die Negation. Das ist die Agilität, ja, wenn das Auto... Und voll geil. Der hat den Spurwechsel gemacht, nur weil du so gemacht hast. Das ist einfach schön. Worauf ich gerade wirklich heiß bin. Ich hoffe, dass es hier ist. Technisch müsste es hier sein. Ich habe den Lader noch nie gesehen. Oh, komm, wir gehen mal gucken. Gucken wir uns mal. Für mich sind das sehr wichtige Momente. Die wichtigsten Geschichten. Das sind auch emotional wichtige Momente. Such. Jetzt kommt das Suchspiel. Wo ist er? Oh, ach so. Das ist schon ein Monster. Ich glaube, für einen 64er ist er schon wirklich... Es ist auch von der Geometrie, es ist ein 29er, so wie ich jetzt vom Thomas... 26, 27, habe. 29, ne? Mhm. Das ist schon Schippe, ne? Ja, die Dinger sind schon schwer für den Turbo, das ist schon heftig. Wir ziehen mal raus und hängen mal an der Waage, dann wissen wir mal, was wir bei 99, ja. 9 nicht Waage. Schaffen. Ja komm, sollen wir mal eine Waage machen? Ja, wir können, das ist ja für uns ein kleines Thema, die sind ja nur, können wir so rausziehen, genau, und dann... Hängen wir mal dran, weil das ist wirklich Heavyweight. Aber du brauchst das, ne? Der Bursche muss Ladedruck bekommen. Ja, yeah, der muss reintreten. Der Motor ist nicht hochverdichtet. Was hast du für eine Verdichtung? Darf man das sagen? Nein, gut. Okay, nächste Baustelle. So, da ist 8. Scheiße. 8,34. Hast du es? 8,34. Aber ohne ihn. Man muss sich wirklich vor Augen halten. Ohne ihn ist keine Musik im Auto. Nein. Das heißt, das sind eigentlich die bestangelegsten 8,3 Kilo, die überhaupt haben. Das wollte ich gerade sagen, das sind schon schöne. Aber ich will mal einmal so einen Krümmer-Aufnahme mit hochnehmen. Oh, das ist gut. Und mit Heizbirne. Mit also, Heizung, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist schon ein Blech. Eine funktionierende Heizung haben wollen. Nochmal auf. Anmachen erst. Nee, die war gerade noch. Ah, jetzt. Damit der anspringt unten und dann guckt, dass er auf 0 geht und dann kannst du ihn einhängen. Ja. Das ist jetzt die. Oh, die linke Seite. Die schwere Seite. Du schreibst auch? Das ist ja. Nur bei 14. Oh, ganz leicht. Guck. 5, 6, 5. 4, 3. 4,36. Ja, alles gut. Cool. 3,66. Ja, das ist schon. Aber kommen was zusammen, ne? Dann müssen wir müssen drei Dichtringe, 1, 2, 3, wir müssen drei Dichtringe, den wiegen wir mal, das ist relativ ding. Wir haben Kugelbundsteuerung, damit man... Ja, ausrichten kann, ne? Ne? Ja, genau, einfach von Montage her wird das da rein, so, ne? Dann hast du wirklich Spiel und kannst immer so ein bisschen Toleranz aus. Ja. Weil kein Auto ist hundertprozentig gleich. Und dann machst du eine Kugelbundschelle, das ist jetzt... Von Norma eine und nicht die von Porsche. Man möge mir verzeihen, aber das ist einfach mit einer Hand. Ratsch, ratsch, ratsch mit der Torx. Perfekt, als wenn du immer da oben noch mal zwei Schlüssel und einer muss noch halten mit der Schulter, das Endrohr noch stützen. Es war ein Krampf, habe ich gesagt, das geht besser. Haben wir so, aber davon brauchen wir drei Stück und das wiegt. Die kommen noch dazu. Wir wollen den schön. Nee, TurboSmart, muss ich wirklich sagen, ist momentan in Sachen Ladedruck, Regelung, Schubumkehrventile und sowas ganz weit vorne, weil die vor allen Dingen auch jetzt ganz neu haben elektrische Wastegates. Das heißt, die sind gar nicht mehr unterdruckgesteuert, sondern die sind mit Stellmotoren oben drauf. Und da bin ich echt heiß drauf, bei einem Projekt demnächst mal sowas zu machen. Das Einzige ist, du musst ein Steuergerät haben und musst eine Applikation haben, die in der Lage ist, dieses elektrische Wastegate auch dementsprechend anzusteuern. Das heißt, du hast ja keine Taktungslinie mehr, sondern du gibst ja dann dem modernen Steuergerät, Freiprogrammierbares Steuergerät, gibt es ja nur noch Stellpositionen vor. Oder, wenn es so klug ist, über den Ladedrucksensor, Ladedruckwerte, die er applizieren kann auf die Position, die er dann braucht in dem elektrischen Stellmoment von dem elektrischen Wastegate. Aber das ist doch die Zukunft, denke ich. Das hast du gar keine Unterdrucksteuerung mehr, sondern das Ding fährt wirklich auf. Und dann kannst du ganz asoziale Sachen machen. Du kannst dann das Wastegate zufahren oder du stehst Vollgas im Leben, kannst auffahren oder zufahren. Du kannst es ja dann positionieren, wie du willst. Und das ist neu. Und da gehen dann ganz... Fiese Dinger. Wie viel haben wir da? 330, glaube ich, waren es. 0,37 und die da nur dreimal, ne? Ja, mal drei, ja. Wir haben noch bis 1, 2, 3. Da liegt das so einfach. Das hier ist leider nur zweimal. Du musst das mal zwei nehmen. Das legen wir auf eine Briefmarkenwaage, oder? Das ist so... Ich würde sagen, das ist... 800 Gramm. Nein. Nee, weniger, mehr? Ah, 700, würde ich aber auch sagen. Ja, 700 vielleicht. Die ist tot. Okay, wir schätzen 700 Gramm. Ja, mal zwei. Ja, dann sag mal hier was. Was haben wir denn da? Soll ich mal zusammenrechnen? Hier für beide Endrohre. Dann sind wir, was hatten wir noch übrig an Potenzial? Wir haben 983 gestern gehabt. Okay. Wenn ich jetzt so sage. Ja, leider muss raus. 1014. Und noch Sprit und Motoröl.
Motor, Getriebeöl ist drin, aber Motor noch nicht. Motoröl ist 10. 13 mal 7 sind 10 Kilo, ja. Wir haben Doppel-Ölkühler, sind nochmal 2 Kilo mehr. Ölkühler. Ich mach mal 11 Kilo, ja? Das sind 1025. Und ein Liter Benzin. Ja. Ein Liter Benzin sind 840 Hauptsache Gramm. Hauptsache, er läuft. 1025. Das ist schon kacke, ne? So nah. Nein, wir wollten, dass das Auto fahren kann. Gebläse, Heizung und diese ganzen Das war das Ziel. Ja? Scheiben rauf und runter und keine Schiebefenster und solche Geschichten. Das war das Ziel. Das war natürlich, wir haben ja ursprünglich mit ganz anderen Werten mal kalkuliert, wie wir überhaupt begonnen sind. Am heutigen Tag sind wir alle total überrascht, dass es überhaupt so weit gegangen ist. Dass man so weit runter. Ich muss schon staunen, ich war bei 1200 bei meinem RS. Aber wir haben ein staatliches Auto. Ne? Wie viel war der? 1203. Da sind wir weit von weg. Ja. Ich meine, das ist das leichteste Auto, was ich mit Abstand habe. Ja, was wir auch, glaube ich, gebaut haben, in dieser, vor allem mit der breiten Karosserie. Und aufgeladen? Komplett Blech? Ja. Haube. Bis auf Haube vorne. Bis auf Haube. Aber vorne und hinten. Aber sonst Stahlblechtüren, Stahlblechkurven. Haben wir auch drüber philosophiert. Ne? Mhm. Aber bis dann Carbon-Türen und Carbon-Kurven, bis das alles. Ja. Ja. Ich würde trotzdem gerne wollen, dass wir den vielleicht einmal so leicht runterhängen. Den ja, das können wir ja machen. Ja. Dass wir einmal sehen, wie es montiert aussieht. Mhm. Können wir machen. Sobald das Telefon beendet ist. But thank God for his conviction. The awful part of me that may leave others to suspicion and call me into question. I confess my addiction. Know it's a lethal weapon. May compromise the mission. Das ist auf jeden Fall. Ja, ja, nee, der Turbo hat ja auch diese Ovalen und so, die mag ich. Da habe ich Kunden, der hatte, glaube ich, schon 10 oder 11 von den Tüten. Das ist einfach ein schöner Look. Sieht sehr gediegen aus. Aber ich finde das so. Technisch. Ja, und ist auch ein wenn du, Auto. Ja. Genau, wenn du auch hinterherfährst und so der Insider wird sofort verstehen, was los ist. Genau, ja. Und die anderen sind sowieso so klein. Kommt das für Endrohre, genau. Dann ich zeig dir, was rauskommt. Das ist ein Standardsatz, wirklich von Anfang bis Ende den Durchmesser zu haben. Ne? Deswegen war einfach das 63er wäre nicht gut gewesen. Nein, wäre zu der Verjüngung keine Chance. Wär. Aber 70 bist du mit einverstanden. Ist das 70? Ja. Das ist 70, ja. Das wirkt nur auf den dicken Popo nicht mehr so. Ne? Ja, ja. Das 63er ist ein bisschen verloren, aber auch zu wenig. Du weißt, wir haben, hier, ich top. Wir haben hier einen 70er Flow, den wollen wir nicht ändern. Vom Lader durchgehen bis zum Ende. Nicht ändern. A und O. Und das sieht, finde ich, von Durchmesserveränderung ist für dich ein großes Thema? Ja, selbst wenn du jetzt nur Venturi-Düsenmäßig ganz weich reingehst, sage ich mal, Verjüngung von 70 auf 63 oder so, ne, dann ist das prozentual nicht so wild. Hier geht die Geschwindigkeit hoch, aber du weißt, immer sind Wirbel. Immer wenn der wieder zurück will, dann machst du immer Gegendruck. Und Lager wollen keinen Gegendruck. Lager wollen laufen, aber geführt laufen, nicht ins Leere. Ja, das stimmt, das haben wir auch schon geführt. Ne? Wenn die zu kurz sind, das finden die auch nicht gut. Nee, mögen die nicht. Dann sind die indifferent in ihrem Strömungsverhalten. Und diese schwingende Gashöhle von rein und raus, das sollte schon homogen sein. Und das siehst du dann irgendwann im Drehmomentverlauf. Ja, guck mal, Wastegates sind jetzt so, sind richtig handlich und leicht. Das andere Wastegate hätte uns wieder ein paar Kilo kaputt gemacht. Nochmal dazu, nachträglich jetzt war das. Ich finde es auch schön, das wirkt fast linear. Ja, links, rechts von der optischen Geschichte her. Ja, wir konnten ja, nicht ganz, ne? Hochsetzen, ja, weil hier das. Ich muss, trotzdem. Weil ich ja immer mit denke, Auto vom Hänger, diesen Freiwinkel, den hättest du nicht geschafft, wenn ich den jetzt dahin gehabt hätte, wo der sitzt. Ne? Deswegen musste der höher. 10 mm mit den Wärmetauscherelementen tiefer als das Chassis, was wir gemacht haben. Lass uns den mal auf den Boden stellen. Weißt du, wir sind 10 mm tiefer? Ja, mit den Bereichen hier. Das heißt also, dieser Bereich ist 10 mm tiefer als der Body vom Chassis. Was halten wir das? Der sitzt frei. Ja, ich muss die Teller hier zurückdrehen. Kurz auf den Boden. Aber ja, keine Last mehr. Soll ich ihn rausdrehen? Willst du es rollen? Nein. Weil ich habe den Teller jetzt wieder hochgedreht, damit ich am Schweller ach so nicht anfange. Also Endrohrdurchmesser finde ich perfekt. Isolieren ist natürlich nicht schräg. Ist das schwer für ihn? Er müsste dann was machen, und zwar Streifen schneiden und die Streifen in Laufrichtung drauflegen. Sieht cool aus. Also kürzer das Rohr? Nein, wegen Thermik? Ne? Nee, weil kürzen. Ich habe gehört, dass diese Autos hin und wieder, wie nennt man das? Flammen? Flammen. Könnte passieren. Ich habe das mal mitbekommen. Du auch, Flo, oder? Ja, das ein oder andere Mal. Das kann passieren bei diesen Autos. Ich hätte einen. Ich wünsche mir mal den Flo also mein Schwarzer, der ist so.
So, wir haben 80 mm Bodenfreiheit. Geil! Ja, das heißt also, nur, das reicht. Aber wie gesagt, wir haben 10 mm Aufbau durch die Wärmetauschung. Ne? Also genau 80, somit sind wir auch in dem legitimierten Bereich. So wollten wir es haben. Ne? Verstehst du das jetzt, Pierre, dass ich hier oben gar nicht, ich sehe immer nur hier. Ich sehe immer nur hier. Das ist krass, das Auto erstmal woanders zu sehen. Ne? Man sieht ihn immer in Göttingen. Und jetzt hier so zu sehen, ist echt was ganz anderes. Stance-mäßig hat er das echt krass hinbekommen, weil guck mal, wie das Auto so steht, der ohne die Distanzscheibe. Ne? Also das Rad hinten sitzt so mit dem Reifen ohne Distanzscheibe. Thomas, ich muss wirklich Kompliment aussprechen. So Stance-mäßig ist das wirklich krass, weil Reifen, Felge ohne Distanzscheibe und so knacke eng, das ist ja wirklich perfekt. Das ist wirklich krass. Also guck mal, wenn man jetzt hier so mal hier so guckt, siehst du das? Das ist ja, und auch kein Achsversatz und so. Ne? Die Autos sind ja teilweise doch sehr händisch geschweißt und gearbeitet worden, links, rechts. Da gibt es ja wirklich viel Achsversatz, gerade beim WTL, wenn du mit extremen Rädern arbeitest. Ja. Wo du dann wirklich. Kannst du mal auf einer Seite in die Hose gehen. Genau, und da stehst du da und hast dann Achselzucken. Haben wir schon mal gehabt. Ja, genau, haben wir schon mal gehabt. Gerade eben erst. Aber da muss ich auch sagen, also Thomas Müller hat mich da auch viel unterstützt in dem Bereich. Ja. Also da muss ich Lob an ihn aussprechen und jemand, der da auch wirklich so Material aus dem Zylinder zaubert, wo wir alle zittern. Ja? Also das ist schon cool, das war eine geile Geschichte. Und alles in fein und original. Okay. Aber das ist jetzt das letzte Video vor Essen Motorshow. Mhm. Ja. Und ihr werdet den Wagen fertig sehen dann in Essen. So wird es sein. Und dann geht es aber, das war eigentlich nicht geplant, geht es nach Essen nochmal weiter. Ja. Sag den Leuten eine kleine Sache irgendwie. Essen war eigentlich unser Benchmark und ich bin dankbar, dass wir es geschafft haben, auch vom Zeitlichen her. Der wird da reinfahren können. Der wird da reinfahren, das Auto wird da reinfahren. Genau, aber dann nachher wird er nicht mehr fahren. Wir werden nicht zu viel preisgeben, das wäre doof. Nee, aber ein bisschen also wir wissen ja, wir haben uns ja mit dem Motor, ich kenne deine entgleisten Gesichter, als wir im Motorenbau zusammengesprochen haben. Und du sagst, aber wir können doch auch was anderes machen, damit er mehr Leistung. Ich sage, nein, das reicht doch mit der Leistung 430, 440 PS, 450. Und das ist das alte Thema Kargetronik. Das ist natürlich das große, spannende was Thema. Was wirklich nicht gut ist. Das ist wie bei dem anderen Projekt, Namen nicht sagen, der hat auch so ein Ding drin. Ja. Wusste ich nicht. Ja. Wusstest du das? Ja. Wusstest du, dass der Motor das und... Okay, krass. Aber gut, Kargetronik war ja damals zu der Zeit ein zeitgenössisches Element. Nee, die ist gut. Die ist gut. Die ist gut, wenn du das Auto nicht anfasst. Ja. Wenn du das Auto nicht anfasst, gut wartest, Spritfilter gut, Motor einfach fahren, dann ist das okay. Audi Quattro, Urquattro, Kargetronik, Golf GTI. Robust funktioniert. Robust. Wenn draußen alles perfekt ist. Ja. Sobald aber ein Vollidiot wie ich oder wenn irgendeiner da dran geht, sobald du irgendwas machst, dann ist einfach scheiße. Eine kleine Störgröße und dann ist es passiert. Genau. Also fehlt dir auf einem, hier beim Sechszylinder, fehlt dir irgendwo mal kurz der Sprit. Ist irgendwo ein Risiko drin. Das regt Loch im Korn. Bums, dann kannst du gar nicht zugucken, so schnell geht das. Mhm. Und dann hast du ganz viel Geld platt gemacht und ganz viel Nerv. Und das will kein Mensch haben. Nee. Und deswegen ist die Frage, ist die Kargetronik doch vielleicht nicht der richtige... Gehen wir mit einem Fragezeichen aus diesem Video raus. Wird die Kargetronik drin bleiben? Ja.